Heute geht es mal um 10 Produkte, von denen ihr nicht erwartet hättet, dass da Mikroplastik drin ist. Und damit willkommen zur neuen Ausgabe von Raumplanung TV. Ich habe mir mal eine Liste zusammengestellt von 10 Produkten, von denen ihr nicht erwarten würdet, dass da Mikroplastik drin ist. Die Liste möchte ich euch jetzt mal vortragen. Deshalb wird das Video nicht besonders lang, weil es gibt da gar nicht mal so viel zu erzählen. Einmal ist in Sonnencreme häufig Mikroplastik drin, damit sich das irgendwie besser auf der Haut verteilt oder so. Ist schon mal ein Problem und Sonnencreme ist eine der wenigen Sachen, die sehr schwer plastikfrei zu bekommen sind. Und viele plastikfreie Sonnencremes sind lang nicht so gut wie die Sonnencremes, die eben Mikroplastik enthalten. Dann Peelingprodukte enthalten auch häufig Mikroplastik. Das ist auch wieder was, wo besonders Frauen natürlich viel Mikroplastik verbrauchen, weil die ja ständig irgendwie sich peelen. Dann im Nagellack ist auch extrem viel Mikroplastik drin. Es gibt mittlerweile sogar beim DM oder Rossmann oder vergleichbaren Drogeriemärkten Nagellack, der kein Mikroplastik enthält. Der ist nur entsprechend teurer und den gibt es in weniger Variationen. Ich frage mich aber, wozu muss in Nagellack überhaupt Mikroplastik drin sein? Das gehört da doch eigentlich nicht rein. Dann in Duschgel und Shampoo ist auch häufig Mikroplastik drin, dann ist es flüssiger und verteilt sich besser, eigentlich ähnlich wie bei Sonnencreme. Auch da verstehe ich nicht, wieso ist da Mikroplastik drin. Ich bin der Meinung, man kommt komplett ohne Mikroplastik aus in Duschgel und Shampoo. Ich benutze plastikfreies Shampoo und Duschgel und das ist genauso gut und es hat genau dieselben Vorteile wie vorher, als ich auch immer noch Duschgel und Shampoo mit Mikroplastik benutzt habe. Ich benutze Kernseife, die kann man im Unverpacktladen kaufen, aber auch in jedem Drogeriemarkt gibt es diese mikroplastikfreien Hygieneprodukte. Schwämme, die man häufig beim Spülen benutzt. Ich benutze nur noch wiederverwendbare Stoffschwämme. Wenn die irgendwann so schmutzig sind, dann tue ich sie in die Waschmaschine und kann sie danach wieder ganz normal benutzen. Die bestehen auch nicht aus Polyester oder irgendwelchen Plastikstoffen, sondern aus Baumwollstoff und dadurch halten die quasi ewig. Kann ich nur jedem empfehlen, diese Wegschmeißschwämme sind absolut sinnlos und sind nicht mal wirklich besser wie irgendwelche umweltfreundlichen Ersatzprodukte. Wobei Ersatzprodukte, der Begriff stresst mich schon. Dann Wimperntusche enthält auch häufig Mikroplastik. Dazu muss man auch nicht viel sagen. Ist dasselbe wie bei Nagellack. Eigentlich brauchen die kein Mikroplastik. Eigentlich kommen die ganz ohne aus. Warum auch immer. Irgendwie die heutige Zeit liebt es sich mit Plastik zu vergiften. Dann Mikroplastik ist auch ein Zahnpasta. Da habe ich auch mal ein Video gemacht, was es für tolle Ersatzprodukte gibt, wie eben diese Zahntabs, die ich benutze. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr das Video findet, könnt ihr es ja gerne euch mal anschauen. Dann viele Socken und Leggings enthalten auch Mikroplastik, weil sie dann elastischer sind. Da ist es irgendwo noch nachvollziehbar. Dennoch muss ich ehrlich sagen, ich bevorzuge Stoffe ohne Plastik, weil man in Kleidung mit Plastik einfach viel schneller schwitzt, weil Polyester eben Schweiß nicht so gut aufnehmen kann wie andere Stoffe und dadurch der Körper irgendwann anfängt zu stinken. Dasselbe gilt auch für Vlies, der zwar schön vor Kälte schützt, aber im Endeffekt, sobald man irgendwie in dem Stoff schwitzt oder es warm wird, dann entstehen wieder irgendwelche Gerüche und eigentlich braucht man das nicht, weil jedes Mal, wenn man es wäscht, gelangt wieder neues Mikroplastik in die Natur. Ja, und an letzter Stelle noch das Kaugummi. Ja, auch das Kaugummi enthält Mikroplastik. Das heißt, das ist ein Produkt, wo wir wirklich Mikroplastik essen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
Wenn euch noch weitere Produkte einfallen, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich finde das erschreckend, wo überall Mikroplastik drin ist. Ich kann jedem von euch nur empfehlen, versucht auf Mikroplastik zu verzichten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und abonnieren nicht vergessen. Ciao!